So, Freunde der Sonne, Werbetmillionär-Spiel des Tages am 8. April 2023. Let's go. So, ohne Zeitlimit mit Risiko. Finden Sie im Duden die passenden Ergänzungen für 2, 4, 6 und 8 Tage Rennen, Augengespräch, Centstück, stundenlang. So, das war auch wieder viel zu langsam, aber es ist zumindest richtig. Wenn ein besonders beliebter Post im Internet viral geht, dann wird er millionenfach addiert, subtrahiert, mal genommen, geteilt. D. Gute Grundvoraussetzungen sind für das Gelingen eines Vorhabens redensartig schon die Maklerkurtage, ein Viertel der Nebenkosten, die halbe Miete, die Kaution in voller Höhe. C. Was wird in der Sportberichterstattung häufig lobend erwähnt? Golfer mäht Rasen, Formel-1-Pilot putzt Felgen, Boxer wischt Ring, Keeper hält Kasten sauber. D. Ob Totten, Birmingham, Notting oder Bucking. Beliebt bei englischen Ortsnamen ist die Endung Ham, Eggs, Fisch oder Chips. Es ist Ham. Fehlt dem bekannten Schriftsteller Tucholsky der Rahmen im Café. Dann vermisste Mätresse, Konkubine, Geliebte oder Kurt die Sahne. Das ist die Kurt die Sahne. So, 500 Euro ohne Joker-Nutzung. Ist schon mal wieder gut. Wovon gibt es laut Duden grammatikalisch gesehen kein Einzelexemplar? Knödel, Spätzle, Kroketten, Nudeln. Nudeln hat einen Singular, die Nudel, Kroketten hat einen Singular, die Krokette, der Knödel, die Knödel. Also bei Knödel gibt es den Singular und den Plural, das Wort ist nur identisch. Der Knödel, die Knödel, Spätzle, das Spätzle, die Spätzle. Aber ist Spätzle nicht das ganze Gericht und nicht irgendwas Einzelnes? Ich nehme... Oh, Grammatikfragen muss ich doch wissen. Aber das ist jetzt eine trickige Frage. Ich weiß ja nicht, ob die Frage überhaupt so weit denkt wie ich. Oder ob der Macher der Frage so weit gedacht hat wie... Die Knödel, der Knödel. Das Spätzle, die Spätzle. Aber ich würde sagen B, weil Spätzle ist ja... ja so ein Oberbegriff für das Ganze, was man da kriegt. Oder während ein Knödel auch ein einzelnes Teil ist quasi. Ich frage trotzdem das Publikum. Ja, man wäre ein Joker verschwendet, aber die Frage war tricky. Aber ich habe vielleicht auch zu weit gedacht. Was kennt man in den USA als Slot Machine? Fleischwolf, Betonmischer, einarmiger Bandit, Fahrraddynamit. Das ist jetzt eher eine 50-Euro-Frage im Vergleich. Das ist natürlich der einarmige Bandit. So, auf der Verpackung welcher Produkte findet sich häufig mit 24 Stunden das Versprechen einer Schutzwirkung rund um die Uhr? Kondome, Zahnbürste, Antischuppenshampoo, Deo. Kondome macht das ja keinen Sinn, 24 Stunden, Zahnbürste und auch keinen Sinn, Anti-Schuppenshampoo auch nicht, das wird wahrscheinlich das Deo sein, das rund um die Uhr den Schweißgeruch oder die Schweißbildung verhindert. D. Ja, so mancher Wanderer verliert schon mal die Orientierung, gerät er an eine Routenmotte, Wegspinne, Steigzecke, Fahrtwanze. Ich würde ganz klar B tippen. Eine Spinne hat ja viele Beine und eine Wegspinne ist dann... Also ich kenne den Begriff nicht, aber das ist ja wahrscheinlich so eine zigfache Kreuzung, wo sich der Weg in verschiedene Richtungen aufteilt. Alle anderen Begriffe, was soll eine Steigzecke sein, was soll eine Routenmotte sein, was soll eine Fahrtwanze sein. Ich möchte aber nicht zocken, deswegen rufe ich mal wen an. Ja, Wegspinne. Auch den Joker hätte ich mir schenken können. Aber ich bin jetzt zu oft... wo ich schon mal geübt habe, auf 500 zurückgefallen, wo ich mir eigentlich sicher war, dass ich das Risiko einfach nicht immer gehen möchte. Was ist nach dem Känguru die neueste von Marc-Uwe Kling erdachte Figur? Einhorn, Giraffe, Pelikan, Karpfen? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Das ist das Einhorn. Wäre ich nicht drauf gekommen. So. Welche Stadt machte in den vergangenen Jahrzehnten immer mal wieder mit einem enormen Müllentsorgungsproblem Schlagzeilen? Kopenhagen, Rotterdam, Neapel, Willingen, Schwenningen. Die Frage hatte ich neulich mal. Das zeigt mir jetzt ja auch, dass beim Spiel des Tages einfach Fragen recycelt werden. Ich habe aber die Antwort vergessen. Ich weiß, dass ich, glaube ich, Neapel sagte und es war nicht Neapel. Aber ich weiß es nicht mehr. Oder war es doch Neapel? Entweder es war Neapel nicht oder es war Neapel. Ich glaube, es war Neapel. Ich nehme es einfach. Ja. In welche Himmelsrichtung sollte laut gängiger Expertenmeinung eine Speisekammer im Haus möglichst ausgerichtet sein? Norden, Süden, Osten, Westen.
Inwiefern ist das denn für das Haus oder für die Speisekammer? Ja, Himmelsrichtung hat wahrscheinlich irgendwie mit dem Sonnenaufgang und Untergang zu tun. Von daher wird es ja wahrscheinlich eher Norden oder Süden sein. Was könnte denn damit gemeint sein? Speisekammer, das wird dann ja irgendwie damit zusammenhängen, dass die Speisen da länger frisch bleiben oder besser gelagert werden. Hat das die Himmelsrichtung der Sonne Auswirkungen drauf? Ich kann mir da jetzt nicht genug einen Reim draus machen, um da jetzt zu zocken. Es wird A oder B sein. Man muss jetzt auch mal was riskieren, ich nehme mal A. Und es ist A. Oh. Oh. Wofür gab es im Januar 2020 erstmals seit 58 Jahren einen kompletten Monat lang keinen einzigen neuen Auftrag? Boeing, Verkehrsflugzeuge, Mann, Baufahrzeuge, Tesla-Autos, Specialized E-Bikes. Erstmals seit 58 Jahren. Da werden die Tesla-Autos herausfallen. Die gab es 1962 nicht. Boeing, Verkehrsflugzeuge. Ich würde C und D ausschließen. Das gab es doch nicht. Seit E-Bikes gab es 1962 nicht. A oder B könnte es aber beides sein. Das weiß ich wirklich nicht. Obwohl 2020, das war ja noch knapp vor Corona. Also dass man das jetzt auch nicht unbedingt in den Kontext bringen würde. Sonst hätte ich vielleicht A gesagt, weil der Flugverkehr ja weitestgehend reduziert oder eingestellt wurde für einige Zeit. Baufahrzeuge wurden, glaube ich, hingegen immer benötigt. Einen Monat lang gab es keinen Auftrag. Ich bin mir hier wirklich... Ich will jetzt nicht nochmal zocken. Ich würde A tippen. Und es wäre auch A gewesen. Fucking Bullshit. Naja, immerhin die 64.000 Euro genommen. Ist ja auch nicht verkehrt. In dem Sinne, frohes dann, bye bye.